Aber wir haben noch ein paar Punkte, die es zu erspielen gibt. Wir gehen nämlich jetzt ins vierte Schuljahr. Viertes Schuljahr heißt 4 Punkte. Und bei einem Spielstand von 5:1 ist der Ausgleich möglich. Religion, Mathematik, Deutsch und Sport. Pommes, ihr liegt hinten. Einmal auf den Buzzer. Zack. Sport. Und wie immer, wenn wir Sport auf dem Stundenplan haben, kommt der Chuck Norris unter den Sportlehrern. Mein alter Sportlehrer, Alois Gemeiner. Yeah! Sehr gut. Mein Sportlehrer an meiner alten Schule. Was machen wir denn heute? Wir gehen heute in die Turnhalle und machen einen Test, eine Prüfung im Bodenturnen. Bodenturnen. Wer macht alles mit? Das machen alle mit. Alle mit in die Turnhalle. So, die Kids kommen mal zu meiner Linken, die Promis zu meiner Rechten. Dann geben wir noch ein paar Erläuterungen. Die Kids bitte nach Kids da. Hier rüber. Promis hier hin. Was haben Sie denn hier vorbereitet? So, die Aufgabe lautet, welches Team schafft es, in 90 Sekunden die meisten Rollen vorwärts auf diese Anlage zu machen? Rolle vorwärts. Rollen vorwärts. Muss ich ein Attest vorlegen? Okay, Herr Reif, Sie reichen das Attest nach, ist in Ordnung. Meister Reif ist raus. Haben Sie? Ich habe versteifte Halswirbel. Entschuldigung, der Mama mit dabei. Sonst mache ich dir das. Du meinst. Gut, dann müsst ihr auch einen auf die Bank setzen. Ja. Ein Freiwilliger. Domenico. Domenico, freiwillig raus. Wie funktioniert das jetzt hier genau? So, wir haben noch einige Regeln, einige wenige Regeln. Ja. Es ist immer nur ein Turner auf der Matte. Steht hier. Der kann dann maximal 3 Rollen turnen. Mehr werden nicht gezählt. Dann verlässt er die Matte und sobald er die Matte verlässt, fängt der Nächste an zu turnen. Dann würde ich mal sagen, alle an die Matte. Alle an die Matte, der erste Starter an die Startlinie. Vierte Klasse Prüfung, 4 Punkte, es steht 5:1 für unsere Kids. Wer holt sich die vierte Klasse Prüfung im Rolle vorwärts machen? Auf die Plätze. Fertig. Und Emilia gegen Tané. Bei Tané sieht das sehr gut aus. Wow! Und Olaf Schubert legt nach und die... Ja, ganz toll. Promis führen. Ray Garvey, nicht so hektisch. In der Markierung bleiben, in der Markierung bleiben. Und Tané mausert sich ist das da? Zur Klassenbeste. Ja. Aber auch Olaf Schubert macht das sehr, sehr gut. Eine Minute noch. Ray Garvey. Und Tané, das ist so elegant. Es steht 17:17. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vips und Kids. Und Tané mit einer Rolle nach der anderen. Wahnsinn! Unglaublich. Ich starte hier auch. Sehr stark. Aber Olaf, sehr stark. Und Ray mit dem Panzer. Mit der Bazooka. Unglaublich. Die Kids sind leicht vorne, aber Tané! Und jetzt, Tim, angefeuert von Domenico. Noch 10 Sekunden. Und Tané macht hier einen nach dem anderen. 5. 3, 2. Und stopp. Ja. Der gewinnt. Und es ist wahnsinnig knapp. Diese Prüfung geht mit 42:39 an die Kids! Kids! Und alle zurück auf die Schulbank und einen Riesenapplaus für den besten Sportlehrer, Alois Gemeiner! Und es wurden wahnsinnig viele Rollen vorwärts gemacht und die Dips haben sich ausgezeichnet geschlagen. Trotzdem waren die Kids ein bisschen besser und somit haben wir einen 9-Punkte-Stand. Es steht 9:1. Die Don Bosco Montessori-Schule aus Düsseldorf. Erste Klasse war da noch nicht auf dem Platz, aber dann durchs Dach geschossen. Vielen Dank an Domenico, Annalisa, Tim und Emilia. Das ist euer Applaus.